EA Productions. EA Productions liest aus dem vierten Bändchen des Gespensterbuchs, herausgegeben von Johann August Apel und Friedrich August Schulze im Jahre 1811, Die Braut im Sarge. Ein junger Mann aus Sowieso, er mag hier Arnold heißen, lebte nach beendigten Studien im Hause des mehr als wohlhabenden Kamerads zu Sowieso, einer bedeutenden Stadt in Sowieso. Er hatte die wissenschaftliche und moralische Bildung von des Kamerads einzigem Sohn zu besorgen und erfreute sich eines recht angenehmen Verhältnisses mit der so geachteten als achtungswerten Familie. Über der sorgenlosen Gegenwart vergaß er indessen auch seine Zukunft nicht, und diese war es hauptsächlich, was ihm eine Reise in seine Vaterstadt Sowieso wünschenswert machte. Als Theolog hoffte er nämlich mit der Zeit auf eine Predigerstelle in Sowieso und fand es ratsam, sich nach zweijähriger Abwesenheit seinen Gönnern im Konsistorium wieder einmal persönlich zu zeigen. Der Kamerad, dem er diesen Wunsch äußerte, gewährte ihn sogleich. Arnold reisete und kehrte in 3 Wochen nach Sowieso zurück, wo man indessen seine fast immer gleiche Heiterkeit und einen Humor, der manchen einförmigen Abend glücklich umzugestalten und zu beleben pflegte, außerordentlich vermisst hatte. Seine Rückkehr war ein häusliches Fest. Die Kammerrätin hatte einen kleinen Zirkel Bekannter zusammengebeten, und die jugendliche Ungeduld hatte Fritz, ihren Sohn, einmal über das andere nach dem Tore geschickt, um seinem Lehrer das erste Willkommen entgegenzubringen. Dieser traf jedoch, durch allerlei zufällige Verhinderungen unterwegs aufgehalten, viel später ein, als er erwartet worden war. Die deshalb unwillkürlich entstandene Verstimmung wurde auch durch seine Ankunft nicht gehoben, weil man sie schon auf eine Menge angenehmer Reiseabenteuer gefasst gemacht hatte. Der Angekommene aber gerade diesmal so einsilbig erschien, wie noch niemand sich erinnerte, ihn gesehen zu haben. Wenn indessen auch das Zusammentreffen mehrerer unbefriedigter Erwartungen ein stilles Missbehagen veranlasste, so war doch niemand unwillig genug, um solches auf Arnolds Rechnung zu setzen, am wenigsten die Familie, welche die 1000 Hindernisse, wodurch Reisende oft aufgehalten werden, aus Erfahrung kannte, und übrigens die Wortkargheit des jungen Mannes aus seiner Müdigkeit, über welche er obendrein klagte, sich recht natürlich zu erklären wußte. Allein nach 8 Tagen reichte diese Erklärung freilich nicht weiter hin. Gleichwohl vermißte man Arnolds vormals so glücklichen Humor noch immer. Der sonst ohne eigentliche Bekümmernis um die Zukunft der Gegenwart genießende Jüngling beschwerte sich jetzt zuweilen darüber, dass es in Sowieso eine Ewigkeit dauere, ehe der Kandidat eine leidliche Predigerstelle erlange. Er geriet durch dieses Klagen umso mehr in Widerspruch mit sich selbst, da er vor seiner letzten Reise zufrieden gewesen war, in 4 bis 5 Jahren eine solche Stelle zu erhalten, und er jetzt auch Sowieso die ziemlich gewisse Versicherung mitbrachte, schon in 2 Jahren dazu zu gelangen. Den meisten Aufschluss hierüber glaubte der Kamerad und seine Gattin noch in den Briefen zu finden, welche jetzt fast posttäglich gingen und kamen. Die Liebe schien im Spiele zu sein. Arnolds Freude über die ankommenden Briefe, die Hast, mit der er danach fragte und auf die Post schickte, alles dies verstärkte das Gewicht dieser Mutmaßung. Wenn auch die Briefe, welche er absendete, jederzeit an einen Mann adressiert wurden, so war dies doch allem Anscheine nach nur eine Vermäntelung der Sache, auch überdies die weibliche Hand auf denen, welche an ihn eingingen, unverkennbar. Da er sich indes nicht im Mindesten über die so plötzlich eingetretene starke Korrespondenz äußerte, so erwähnte auch derselben im Hause niemand. Selbst der sonst in solchen Fällen so gewöhnlichen Neckereien enthielt man sich, einesteils, weil die Sache auf Arnolds Stimmung einen zu verdrießlichen Einfluss gehabt hätte, andernteils, weil sein Prinzipal sowohl als dessen Gattin sich zu einem größeren Vertrauen des jungen Mannes, selbst in einer solchen Angelegenheit, für berechtigt hielten, und sie stolz waren, diese Rechte, die ihnen so nach verweigert wurden, auch nur mit einem Laute zu berühren. Diese Resignation kostete ihn umso mehr Überwindung, da sie fast auf eine unwürdige Neigung schließen mussten. Allein sie freuten sich ihres zeitherigen Schweigens gar bald recht sehr, als sie gewahr wurden, dass die Korrespondenz allmählich immer mehr an Eifer und Stärke zu verlieren schien und schon 1 Monat verstrichen war, ohne dass Briefe ankamen oder abgingen. Die Heftigkeit der Leidenschaft schien vorüber,
und man hoffte, dass Arnolds alte Heiterkeit nach und nach wieder erwachen werde. Allein auch diese Hoffnung starb gleich mancher anderen in ihrer Blüte. An einem ungewöhnlich warmen und schönen Herbstabende, als er mit seinem Zöglinge vom Spaziergang nach Hause kam, hörte er, dass Kamerads und einige ihrer Freunde das Abendessen in der Gartenlaube einnehmen wollten und dass er und Fritz ebenfalls dort erwartet würden. Als er den Zirkel in der Laube in einer recht frohen Stimmung fand, war es ihm gerade, als ob er weinen solle. Ein Zustand, worein ihn neuerlich die Fröhlichkeit anderer gar oft versetzte. Bald strömten ihm die Tränen wirklich aus den Augen. Er wünschte sich, der Beobachtung der Anwesenden einen Augenblick zu entziehen und unbemerkt die Augen zu trocknen. Daher trat er mit seinem Hut aus der Laube, um diesen draußen an einen hervorstehenden dürren Ast desselben zu hängen. Als aber der Hut wieder heruntergefallen war, wiederholte er es, doch er blieb ebenso wenig. Verdrießlich, dass der Ast, den er oft zu demselben Zwecke benutzt hatte, diesmal so widerspenstig erschien, wollte er schon den dritten Versuch machen. Da stürzte er plötzlich mit einem Tone des Entsetzens zur Erde. Wer in der Laube war, eilte erschrocken heraus. Aber die gänzliche Erstarrung, in der er lag, war nicht zu heben, so daß er hinweg auf sein Bett getragen werden mußte. Hier entdeckte der herbeigerufene Arzt erst nach Anwendung eines heftigen Reizmittels wieder einige Regung in dem jungen Manne. Auch schlug dieser endlich die Augen, jedoch nur langsam auf, und als ob er eine sehr gewagte Probe damit versuche, indem er beide Hände so vor sich hinstreckte wie einer, der etwas Furchtbares abhalten will. Der Ort und die Umgebung schienen ihn wenigstens in etwas zu beruhigen. Er richtete sich im Bette auf. Nachdem er alle Ecken des Zimmers mit Blicken durchsucht hatte, grüßte er den Arzt und bestrebte sich aufzustehen. Jedoch so weit reichten seine Kräfte noch nicht. Der verwundete Arzt wünschte zu wissen, was ihm widerfahren sei. Arnold ergriff seine Hand, drückte sie und bat mit den Augen um Vergebung, dass er die Antwort zurückhalten müsse. Zugleich äußerte er seine Zweifel gegen die Wirkung aller ärztlichen Mittel auf seinen Zustand. »Schon diese Zweifel«, erwiderte der Arzt freundlich, »können vielleicht mit zu Ihrer Krankheit gehören.« Arnold zuckte die Achseln. Der Doktor sagte hierauf, dass er für diesmal nicht weiter in ihn dringen wolle, verschrieb indessen einige Beruhigungsmittel und bat, dass der Kranke seine Zweifel wenigstens so weit beiseite setzen möchte, um diese Mittel, nach denen sogleich geschickt wurde, nicht unbenutzt zu lassen. Arnold versprach es. Von der Gesellschaft in der Laube kamen indessen ebenfalls Besuche. Mitleid und Neugier oder vielmehr beide zugleich veranlassten jedermann zu fragen. Aber Arnold befriedigte keine davon. Nur dem Hausherrn, sagte er, könne er das Geheimnis unter vier Augen entdecken. Auf diese Äußerung stellte sich sogleich der überaus teilnehmende Kamerad bei dem Kranken ein. Die Herzensgüte in seiner Anrede stärkte das Vertrauen des jungen Mannes zu ihm noch mehr. »Was Sie mir auch zu offenbaren haben, lieber Arnold«, sprach er, »sagen Sie es getrost und in der festen Zuversicht, dass Ihr Geheimnis nicht über meine Lippen kommen soll.« »Nur bis zu meinem Tode wünschte ich wohl, dass Sie es bei sich behielten«, erwiderte der Kranke, und der Kamerad sagte, »Wunderlicher Mann, bis zu Ihrem Tode? Also glauben Sie wohl gar, dass mein hinfälliges Alter Ihre Jugend und Kraft überdauern werde?« »Gewiß. Ich fühle es zu lebhaft, dass der heutige Abend mich so ziemlich an die Grenze meines Lebens gebracht hat.« Der Kamerad beschwor ihn, solchen finsteren Vorstellungen keinen Raum zu geben. »Ziehen Sie«, sagte er, »Ihre Vernunft zu Rate, und vor allen Dingen entdecken Sie mir das Geheimnis, das Sie mir zugedacht haben. Vielleicht kann ich Ihnen dann mit einem bestimmten Worte des Trostes Beistand und Linderung verschaffen.« »Ich habe Ihnen«, fing der Kranke an, bloß den letzten Teil der Geschichte meines Lebens zu erzählen. Auch brauche ich nicht so weit zurückzugehen, dass Sie mich, wie ich glaube, in der Zeit, da ich in Ihrem Hause bin, beinahe so gut kennengelernt haben als mich selbst. Von der Reise in meine Vaterstadt muss ich anfangen. Der schönste Frühling begleitete mich, wie Sie wissen, dahin. Je näher ich kam, desto inniger fühlte ich, dass die mir befreundete Gegend besondere Ansprüche auf mich hatte. Tausend holde Erinnerungen aus den harmlosen Tagen der Kindheit schossen gleichsam mit jedem Schritte, den der Wagen weiter vorrückte, vor mir aus dem grünen heiligen Boden auf.
Erst beim Eintritt in die Stadt selbst quälte mich der Gedanke, dass sie mir durch den Tod der geliebten Eltern völlig verödet war. Je länger der Gedanke gezögert hatte, desto schmerzlicher verwundete er mich nun. Besonders traurig wirkte der Umstand auf mich, dass ich gerade in der vormaligen Wohnung meiner Eltern etwas zu verrichten hatte. Von allen Eigenheiten derselben fand ich nichts wieder als Gemäuer und Türen. Das mir so wohlbekannte Hausgerät war mit ihren Besitzern verschwunden, und die eisige Idee der Vergänglichkeit schüttelte mir ein paar Tränen aus den Augen, die ich, um sie nicht etwa gar dem Spotte preiszugeben, eine Anwandlung von Schnupfen zuschreiben musste. Von meinen näheren Jugendbekannten traf ich auch niemanden mehr an. Dieser war noch auf der Akademie, jener im Auslande. Den liebsten von allen hatte der Tod erst 8 Tage zuvor hinweggerafft. Daher beeilte ich mich, meine Gönner zu besuchen und brachte die Tage, an denen ich keine Einladungen von ihnen zu berücksichtigen hatte, gemeiniglich auf dem Lande zu. Ein akademischer Freund, den das Glück mir im Gasthofe zuführte und der, weil die übrigen Zimmer alle besetzt waren, mit der Hälfte des meinigen vorlieb nahm, begleitete mich gemeiniglich auf meinen Streifzügen in die Gegend. Eines Abends, wie ich einige Augenblicke vor ihm zurückkehre, kommt mir beim Eintreten ins Zimmer eine schöne weibliche Gestalt entgegen und sinkt entzückt in meine Arme. Ehe ich noch recht weiß, wie mir geschehen, macht sie sich aber auch schon wieder mit einem Schrei los. Die Umarmung hatte meinem Freunde, ihrem Bruder, gegolten, und sie hatte nicht gewusst, dass noch ein anderer auf dem Zimmer wohnte als er. Ihr Bruder Heinrich, der bald darauf hereintrat, musste sie entschuldigen, dass sie vor Schrecken ganz stumm geworden war. Als jedoch im Kurzen Heinrichs Geliebte dazu kam und die Schwester nun eine so überflüssige Rolle zu spielen anfing wie ich, so näherten wir uns unwillkürlich. Der Eindruck der vorhergegangenen Umarmung schien indessen auf uns beide stärker und dauernder zu sein, als es sich aus der Sache selbst erklären ließ. Es kam durchaus nicht zum zusammenhängenden Gespräch. Ich hörte aber doch so viel, dass Marianne, so hieß Heinrichs Schwester, dessen Geliebte und deren Mutter nach sowieso begleitet hatten, welche letztere ihren alten Vater besuchen wollte, auch dass sie die nächsten Tage in den lieblichen Gründen an der Elbe gemeinschaftlich zuzubringen gedachten. Die ganze folgende Nacht kam das Mädchen nicht aus meinen Gedanken und Träumen. Auch wagte ich am anderen Tage die Gunst eines meiner Gönner, dadurch, dass ich ein auf den Abend schon angenommenes Engagement wieder absagte, bloß um die Gesellschaft in die schönen Elbgründe nicht zu verfehlen. 2 Tage und 1 Nacht war ich hier mit Marianne und den übrigen. Das schöne Herz des schönen Mädchens entfaltete sich bei jedem Anlasse. Und der Frühling, der das Wort der Liebe über Himmel und Erde ausgesprochen hatte, wurde Zeuge auch unseres wechselseitigen Geständnisses. Ich kann wohl diese beiden Tage die schönsten meines Lebens nennen. Die Gegend teilte sich mit unseren Gefühlen und Ansichten die glücklichen Zauber des Paradieses. In einem Vergissmeinnicht-Strauße, oh, Sie fühlen es gewiss, teurer Mann, dass das an sich abgenutzte Alltägliche gar oft durch eine schöne Stimmung bedeutend, ja unvergänglich werden kann, in einem Strauße von Vergissmeinnicht empfing sie meinen Wunsch und das leuchtende Auge, worauf ihr Blick fiel, kam meinem Munde zu Hilfe, dem kein einziges Wort zu Gebote stand. Das sah ich wenigstens daraus, dass ich meine, vor dem klaren Verstande so ganz mangelhafte Erklärung in ihrem ganzen tiefen Sinn genommen hatte. »Auf ewig?« fragte ich nunmehr leise, und sie antwortete ebenso, »auf ewig.« Jetzt erst löste sich gleichsam uns die Zunge. Wir sprachen hauptsächlich auch viel von den seltsamen Momenten der ersten Bekanntschaft. Ich hielt ihn für die sicherste Andeutung des Schicksals auf unsere Bestimmung füreinander und für eine Gunst, welches nur seinen Auserwählten zuteil werden lässt. Ich äußerte, dass mir sogleich auf den ersten Blick alles an ihr teuer und wert gewesen sei und bat sie, das weiße Kleid, in dem sie mir damals eine himmlische Erscheinung gedünkt hatte, bis zu unserem Hochzeitstage aufzubewahren. Dies alles fiel auf den letzten Spaziergang am 2. Tage zuvor. Das Abendgold erhöhte die Freuden des Himmels, in dem wir wandelten. Aber schon der folgende Morgen warf mich grausam in die Prosa des Lebens zurück. Ich hatte wieder einige sogenannte Aufwartungen zu machen. Zwar wurde ich mit Hoffnungen entlassen, die meine früheren Wünsche noch weit übertrafen, aber was war seit diesen Wünschen mit mir vorgegangen? Ich war plötzlich Bräutigam geworden, denn Heinrich verbürgte mir im Voraus die elterliche Einwilligung und fand den doch um die Hälfte abgekürzten Termin bis zur künftigen Pfarre unter diesen Umständen unerträglich. Marianne, gegen die ich mich darüber ausließ,
suchte mich mit dem umso schöneren Augenblicke des künftigen Vereins und durch das Versprechen zu trösten, mich inzwischen in fleißigen Briefen von ihrem ganzen Tun und Treiben fortdauernd zu unterrichten. Ich versprach ihr hierauf ein Gleiches, und bald gefielen wir uns sogar in dem Gedanken an den eingeistigen Zustand, der uns 2 Jahre bevorstand. Im Schmerze des Abschieds verschwand freilich dieses Wohlgefallen, doch empfahlen wir einander noch wechselweise das Halten des gegebenen Versprechens als das einzige Mittel, uns unsere Trennung erträglich zu machen. Unser Briefwechsel kann Ihnen nicht entgangen sein. Ich sah dies. Gleichwohl scheute ich eine Erwähnung der Sache, weil meine Vernunft fast mit jedem Posttage lauter dagegen wurde. Mariannens Briefe zeugten von der schönsten Ausbildung. Zudem konnte ich aus dem, was ich daraus nach und nach erfuhr, abnehmen, in wie glücklichen Verhältnissen und unter welchen prächtigen und bequemen Gewohnheiten sie aufgewachsen war. Von dieser Seite erschien mir daher unser Bündnis äußerst tadelhaft. Wenn ich sie nun, nach 2 Jahren, in eine ärmliche Landpfarre einführte, in der außer mir nichts war, was sie erfreuen, was sie für die verlorenen Familienfeste, Verbindungen und Bequemlichkeiten auch nur einigermaßen schadlos halten konnte. Es schien mir unmöglich, dass nicht gar bald die bitterste Reue von Mariannens Seite hätte eintreten sollen. Ich konnte mich nicht enthalten, dieses selbst in meinen Briefen an sie zu äußern. Aber obschon sie mir alles mit der einnehmenden Beredsamkeit eines liebenden Herzens zu widerlegen wußte, so traute ich ihr doch keineswegs und gestand mir ein, dass bei dieser Liebe die Vernunft von meinem Herzen gar sehr überrascht und gemissbraucht worden sei. Einer solchen Überzeugung glaubte ich einen Versuch gegen unsere Verbindung schuldig zu sein, so sehr sich auch mein Gefallen auflehnen mochte. Ich fing nämlich an, unseren Briefwechsel mit geringerer Tätigkeit und kürzer als zuvor zu betreiben. Die gezwungene Zurückhaltung des Gefühls gab meinen Briefen eine Steifheit, worin die zärtliche Marianne eine Abnahme meiner Liebe zu finden glaubte. Ihre Vorwürfe erschwerten meiner Vernunft ihr grausames Alleinherrschen nur umso mehr. Aber mein Herz sollte, der Pflicht, wie ich glaubte, geopfert werden. Schon war die Sache so weit, dass auch Mariannens Briefe seltener wurden und einigen Zwang verrieten. Ihr letzter Brief bestand nur aus wenigen Zeilen und gestern sind es 4 Wochen gewesen, dass sie mir Antwort schuldig ist. Endlich habe ich diese, leider aber auf einem so ungewöhnlichen als fürchterlichen Wege erhalten, und fluche der Anmaßung meiner Vernunft, die in ihrem gottlosen Wahne der Unfehlbarkeit 2 glückliche Herzen zerrissen. Gemordet hat. »Gemordet?« rief der Kamerad. »Woher kommt Ihnen die schleunige Nachricht auch nur von dem einen? Wenigstens war vorhin, wie Sie in die Laube traten, Ihnen so etwas nicht anzumerken.« »Ich dächte doch«, erwiderte der Kranke. »Meine Ohnmacht hat allzu traurig in Ihrem Freudentag gegriffen, als dass Sie solche schon vergessen haben könnten.« »Vergessen freilich nicht, aber was war die Veranlassung zu dieser seltsamen Ohnmacht?« »Sie wissen, Herr Kamerad, dass ich aus der Laube hinausging, um meinen Hut aufzuhängen, oder dass ich vielmehr von Tränen hinausgenötigt wurde, die sich sehr zur Unzeit einstellten. Dass mein Hut an dem verdorrten Aste nicht bleiben wollte, der sonst sein ganz gewöhnlicher Nagel ist, wird erklärbar durch den gewaltsamen Zustand, der sich schon meines ganzen Wesens bemächtigt hatte und mich die rechte Stelle einige Male verfehlen machte. Gleichwohl befremdete mich der Umstand ungemein, und wie ich eben zum 3. Male aufblicke, sehe ich meine Braut dicht vor mir mit offenem, betrübten Auge im Sarge liegen, angetan mit dem weißen Kleide des ersten Abends, das ihr Hochzeitskleid werden sollte. Dazu hatte sie die verwelkten Vergissmein nicht vor ihrer Brust. Indem ich noch auf die Erscheinung hinstarre, schließen sich ihre Augen und der Sargdeckel fliegt zu. Das dumpfe Geräusch, womit es geschah, und mein Schrei war die Sache eines einzigen Augenblicks. Hier hielt der junge Mann, den die Erzählung ganz erschöpft hatte, etwas inne. Sein Prinzipal bat, dass er sich diese Fantasie, die sich aus seiner Situation aufs Natürlichste herleiten lasse, ja aus dem Sinne schlagen und nur an das Unmögliche von dergleichen Erscheinungen denken möchte. Aber ganz vergebens. »Ich bin«, sagte der Kranke, »nicht nur von der Erscheinung selbst, wie von einer eigenen Existenz, sondern sogar davon überzeugt, dass dieser Augenblick auch der Augenblick Ihres Todes gewesen ist. Merken Sie sich's. Es hatte kurz zuvor 8 Uhr geschlagen.« »Welch unglückselige Träumereien«, rief der Kamerad, der bei solchen Behauptungen einigen Unwillen nie verbergen konnte. »Wie nun wieder diese Überzeugung?« Arnold zuckte die Achsel und sein Prinzipal sagte zu ihm,
Ohne sie hübschen, schlagen sie sich dergleichen aus dem Sinne. Nehmen Sie dazu die schlafbefördernde Medizin, die hier eben ankommt, und morgen werden wir uns, denke ich, eher über die Geschichte vereinigen. Gute Nacht, lieber Arnold. Aber diese Vereinigung, an die der Kamerad so fest geglaubt hatte, fand am anderen Morgen so wenig statt, dass er böse zu werden anfing und den Kranken, welcher seiner Behauptung nach die gesunde Vernunft sehr zur Unzeit beiseite setze, der Behandlung des Arztes allein überließ. Nach 5 Tagen erschien Mariannens Bruder vor dem noch immer Bettlägerigen. »Vergab sie mir, Herzensbruder?« rief er Heinrichen entgegen. Der Angekommene, der seine Schwester hatte versprechen müssen, zu Arnold zu reisen, aber ja nicht ohne sehr behutsame Einleitung ihren Auftrag auszurichten, war sehr erstaunt über diese Anrede. »Was meinst du damit?« fragte er. »Als ob ich nicht wüsste, dass deine Schwester vorgestern Abend um 8 Uhr gestorben ist.« »Nun, da du so viel weißt, so bleibt mir nichts Übriges, als dir auch ihre letzten Zeilen einzuhändigen, wie ich ihr versprochen habe. Das Zittern ihrer Hand macht sie etwas undeutlich. Ihre lange Krankheit.« »Lange wäre sie krank gewesen?« 10 ganze Wochen. Dich zu schonen, schrieb sie nichts davon.« »Mich zu schonen? Während ich mit Tigerklauen in ihrem Herzen wütete?« »Beruhige dich, o Bruder. Das, was du mir über das Verhältnis und deine Ansicht desselben vor kurzem schriftlich mitgeteilt hast, ist mir Bürge für die Rechtlichkeit deines Verfahrens. Auch Marianne hat es noch zuletzt anerkannt. Doch lies selber.« »O, gib doch, gib!« Der Kranke nahm hierauf den Brief, riss ihn auf und las. »Liebe glücklich Arnold, ich gehe dir voran, um dich dort zu empfangen, wenn du noch mein bist.« »Dein auf ewig!« rief Arnold in höchstem Entzücken. »Das Gefühl des baldigen Wiedervereins erhebt mich schon im Voraus hinauf zu den Sternen. Jetzt erzähle mir, Bruder Heinrich, erzähle und recht viel von ihren letzten Stunden.« Dies geschah. Unter anderem hörte der Kranke, dass Marianne auf ihr Verlangen in dem weißen Kleide und mit dem welken Vergissmeinnichtstrauß in den Sarg gelegt worden war und noch im letzten Augenblicke Arnolds Gegenwart sehnlich gewünscht hatte. »So haben die Engel selbst ihren Wunsch erfüllt und sie hierher getragen«, sprach Arnold. Mariannens Bruder kündigte ihm hierauf ein kleines Vermächtnis von der Verstorbenen an. »Wozu dies gerade?« rief der Kranke und hatte nicht Unrecht. Denn Heinrich, der 8 Tage in sowieso verweilte, ist noch in dieser Zeit mit dem ruhig Entschlafenen zu Grabe gegangen. Ich, ey.